Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück beim Computer Repair Shop. Ja Leute, auf geht's, weiter geht's. Herzlich willkommen, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Leute. Ich mach die Tür mal lieber zu, ne? Safety first. Aber, und zwar, ich habe mir nämlich eins überlegt. Wir haben jetzt aktuell so viel Cash auf dem Konto. Ich glaube, es wird mal langsam Zeit, dass wir hier mal ein bisschen investieren. Deswegen würde ich mir gerne hier so einen Türsteher besorgen, der uns hier, glaube ich, mal so ein bisschen hilft, damit hier keiner mehr was klaut, ne? Den Reparatur-Joe, der wäre eigentlich auch ziemlich geil, ne? Denn der macht, der ist der Reparaturmeister für Computerteile, repariert das gegebene Teil innerhalb von 5 Sekunden. Die Frage ist, kostet uns der einmalig 1500 oder kostet der uns jeden Tag 1500? Wisst ihr was? Ich würde sagen, Leute, das probieren wir einfach aus. Zum einen holen wir jetzt erstmal den Türsteher hier ran und wir holen uns den Computer-Reparatur-Joe ran. Und dann, Leute, gucken wir mal. Da ist er, der gute Kerl. Und wo ist unser Türsteher? Wo eiert der rum? Steht er vor der Tür? Wo ist er, der gute Kerl? Oh, da ist er doch. Guckt euch den... Leute, der hat einfach eine Knarre in der Hand. Alter Vater, was ist mit dem, ey? Alter, heftig, heftig. Aber ich glaube, jetzt brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen hier. Hier kommt jetzt keiner mehr rein und klaut uns irgendwas. Okay, was haben wir hier eigentlich in der Kiste drin? Nichts mehr, ne? Können wir eigentlich mal direkt hier wieder fortschmeißen und uns den Zehner mal wieder gönnen. So, upsala, weg damit. So, dann machen wir den Laden mal direkt wieder zu hier. Und wir kümmern uns direkt mal um den ersten PC hier. So, und ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben. Ich habe es jetzt mittlerweile verstanden, was das Übertakten angeht, dass das immer die letzte... Hat der hier so rumgeschnauft oder was? Alter Vater. Okay, dass es immer den letzten Stand anzeigt. Müssen wir dann immer in den Computerteilen gucken. Okay, der Computer funktioniert nicht und es braucht einige Updates. Er will RAM haben und können Sie meinen Computer übertakten? Ich möchte diese App. Word. Okay, sollte ja kein Problem sein. Wir gucken erstmal, was das Ding überhaupt hat. Ne, dazu machen wir das Ding erstmal an. Also der fährt zumindest schon mal so weit hoch. Ja, okay. Ich erkenne erstmal kein Problem. Okay, also der lief jetzt erstmal hoch, ohne Probleme, Leute. Aber er will RAM haben. Habe ich das vielleicht schon eingebaut? Habe ich das schon eingebaut? Leute, ich weiß es gar nicht mehr, gell? Ach so, ah ja, genau. Wir haben ja hier das Problem, dass sich der ganze Bildschirm immer dreht. Das ist natürlich auch so a bit of a bummer, ne? Das ist natürlich hier nicht so geil. Ich glaube, den habe ich schon. Ich glaube, den habe ich schon repariert, Leute. Ja. Ich glaube doch schon. Ich glaube doch schon. Was heißt? Den können wir eigentlich dann einmal abgeben, würde ich sagen. Gucken mal. Alle Kundenwünsche erfüllt. Preisunterschied, ja, okay. Alles klar. Dann können wir den doch direkt hier abgeben, Leute. Dann können wir den doch eigentlich direkt schon mal hier wieder abgeben. Hier, bitteschön. Oh, der funktioniert nicht, aber der lief doch. Okay, my bad. Das hat uns jetzt bestimmt Kohle gekostet und vor allen Dingen eine Bewertung. Dieser Techniker hat die Arbeit komplett vermasselt und meinen Computer noch schlimmer gemacht. Okay. Okay. Naja, gut. Passiert. Nehmen wir den nächsten. Wenn Sie meinen Computer reparieren können, tun Sie dies auch. Ich möchte, dass mein Computer gereinigt wird. Okay. Warte mal, habe ich den... Ich weiß, ich hatte einen schon mal gereinigt, aber okay, der war es auf jeden Fall nicht. Der braucht jetzt erstmal hier eine Grundreinigung. Ja, guckt mal, Leute, das Ding, das ist so schmutzig. Bodenlos, Leute, sage ich euch. Bodenlos hier. Und der Kollege hier, der schnauft ganz schön darum, ey. Naja, whatever. Das machen wir jetzt erstmal hier schön sauber. Super. Dann legen wir das Teil wieder hier ab. Und was hatten wir noch gehabt? Er möchte Haro spielen und er möchte AVR haben. Und Computer-Passwort ist Eggmon. Okay, wir gucken erstmal, ob er angeht. Nein. Computer not working, was bedeutet die Stromversorgung?
ist ein Problem. Jetzt die Frage, wenn ich das dem dahin mache. Aha, guckt euch mal an, Leute. Bam. Ja, so gefällt mir das, Leute. Da können wir ja richtig produktiv werden jetzt, ab sofort. Also, Stromversorgung ist wieder am Start. Okay, wir haben hier noch CPU-Fan-Error. Was bedeutet, dass unser i5 hier auch noch ein Problem hat. Aber jetzt mit dem guten Kollege hier. Guckt mal hier, das geht ja ratzi-fatzi. Zack, zack, zack. Easy going. Ist das Dingen fertig. Ach, herrlich. So gönne ich mir das, Leute. So gönne ich mir das. Okay, gehen wir rein hier. In die Maschinerie. Fakemon war das Passwort. Ich hab's noch im Kopf. Ich hab's noch im Kopf. Ja, das läuft. Das sieht gut aus. Ja, wunderbar. Okay. Dann gehen wir mal ein hier. The Fakemon. Ja, prima. Also, da möchte die App AVR und er muss... Ah, hier haben wir auch so ein Ding hier. Was ist das denn hier für ein Quatsch? Ist das irgendwie ein... Ist das ein Virus oder was ist das hier? Ich verstehe das nicht, Leute. Ich verstehe das nicht. Das heißt, ich werde jetzt hier, weil wir jetzt ja den guten Computerkollegen haben, ich werde einfach mal hier alles reparieren lassen. Beziehungsweise durchgucken lassen, ob das passt. Hier gibt es kein Problem. Das ist schon mal super. Dann nehmen wir das Mainboard. Jetzt, wo wir natürlich hier den Kollegen haben, passt das ja. Moment, ich kann das hier mal ein bisschen drehen, damit das hier hinpasst. Kein Problem, wunderbar. So, HDD. Was schnauft der denn hier so rum, der Kollege? Okay, da haben wir auch kein Problem. Ja, jetzt wird es natürlich spannend, Leute. Jetzt wird es spannend, weil jetzt haben wir gleich alles repariert. Aber es gibt keine Probleme. Und jetzt frage ich mich, warum dreht sich das Bild so? Ah, da ist jetzt natürlich wieder hier. Da seid ihr gefragt, Leute. Ihr, die das Spiel hoffentlich kennen. Was machen wir da? Bleib mal hier, geh mal heim. Ja, das ist jetzt so die Frage der Fragen, ne? Da brauche ich, glaube ich, dann mal euren Rat wieder. Wenn ich es nicht gleich selber rausfinde. Wenn ich es nicht gleich selber rausfinde. Mal gucken. Mal gucken. Erstmal ein Schlückchen trinke, gell? Also, The Fakemon. Das geht mir echt auf den Keks, Leute. Dass sich das hier dreht. Braucht das vielleicht Gerätemanager? Ne, hier sind auch alle Sachen, Toppi. Nee. Nee. Ich sehe hier keine Probleme, Leute. Also hier ist auf jeden Fall alles okay. Jetzt muss man natürlich mal gucken, ne? Ich glaube, Virus war das ja auch nicht. Ich mache dem mal hier die Virus-App drauf. Moment, der wollte doch noch irgendwas haben, ne? Ich kenne die Krise, Leute. Alles auf den Kopf. Ach du heiliger Mann. Was steht da? Der möchte Haro spielen. Und er möchte die App AVR. Okay, also die App muss auf jeden Fall auch drauf. Wenn wir mal ganz kurz installieren. Hier, da fällt mir ein, Leute. Das ist ja die App extra für den Virenscanner. Ich würde sagen, die lassen wir mal durchlaufen. So, ich sehe keine Viren. Okay, das haben wir auch nicht. Jetzt ist... was ist denn Message Hooking? Geben Sie... was? Geben Sie hier die Nummer ein. Was für eine Nummer kann ich denn hier eintragen? Was auch immer. Virusgenerator. Zero Writer. Diskette nicht gefunden. Was ist das, Leute? Was ist das? Für was ist das jetzt gut? Okay, ich habe mal eine Idee. Wir gehen mal in den Shop. Ja, Fatfield. Hier vorne ist ja nämlich der Shop. Mal gucken, ob wir hier irgendwas besorgen können.
Computergehäuse. Kamera. Was ist denn die Kamera gut? Lüfter, Verkauf, Diskettenbox. Kaufen wir mal. Und so eine Kamera. Weiß zwar nicht, für was die gut ist, aber kann ich Fotos machen. Oh, geil. Okay, cool. Prima. Ich leg die mal hier ab. Aber dieses Kettenbox, da bin ich jetzt mal gespannt. Was bringt die uns? Mal schauen. Vor allem, was das irgendwie überhaupt mit sich bringt. Diese Diskettenbox. Ich mach mal auf das Ding hier. Leere Diskette nehmen. Moment, wie funktioniert das jetzt? Leere Diskette nehmen. Bauen. Ja, okay, das funktioniert schon mal nicht. Ich denke, das hilft mir. Das, kann ich das so machen vielleicht? Ich muss gucken hier, das ist ja... Ah! Aha! Liste der gecrackten Spiele. Aha. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwas bringt. Aber es sieht zumindest nicht danach aus, dass ich hier irgendwas machen kann. Okay. Wir haben den Passcracker, wir haben das. Overclocker, Apps, Benchmarker, Unlocker. Der Unlocker ist... Geben Sie hier den Dateinamen ein, den entsperren möchten. Okay, aber das gibt ja hier nichts zum Entsperren. Message Hooking. Ich habe keine Ahnung, für was das letztendlich gut ist. Hier können wir irgendwie was schreiben. Hier Musik hören. Bei Spiele. Aha, kann ich jetzt hier mir die Games runterladen oder was? Oder wie läuft das? Ah ne, ich sehe einfach nur, was der drauf hat, ne? Okay. Dann gehen wir mal ins Internet. Aktuell keine Informationen gefunden. Bösen Sie ein großer Geschäft und werden Sie reich sofort. Was kann man denn hier machen bei Business? Wir müssen jetzt mal gucken, Leute. Was? Roboter-Therapie-Club. Es gibt so viele einsame Menschen, die sind in dieser Stadt. Ein Haus mit Räumen, in denen sie sich Roboter und Menschen aufhalten können. Das ist eine großartige... Okay, was gibt's da? Ach, da kann man... Kann man jetzt extra einen Laden kaufen, oder was? Oha, okay. Da können wir quasi unser Geschäft erweitern. Sehe ich das richtig? Das wäre ja mal krass. Okay, krass. Gucken wir uns auf jeden Fall auch an. Gucken wir uns auf jeden Fall auch noch an. Aber ich brauche irgendwie... Leute, ich check das nicht mit dem PC. Das tut mir ja ganz ehrlich leid, aber das ist mir einfach too much. Ich verstehe nicht, was ich da machen soll. Deswegen machen wir den aus. Und gehen davon weg. Ich nehme meinen Stick wieder. Leg den da ab. Nimm das Computergehäuse. Sag hier, sorry, tut mir leid. Kann ich leider nicht machen. Ja. Sorry, ich bring den zurück, Leute. Das ist einfach, das ist too much. Tut mir sehr leid. So, sorry. Was haben wir hier? Wir haben hier noch... Oh, komm, wir gucken mal hier. Das sieht eigentlich auch ganz cool aus. Was haben wir hier? Ja, wir machen jetzt hier Reparatur. Komm, auf geht's. Attacke, hier die Disk, die machen wir... mache ich mal hier wieder rein. Und dann schauen wir erstmal. Also hier brauchen wir, lässt sich nicht einschalten, die er möchte. Mein Betriebssystem ist nicht original, kannst du es reparieren. Okay, wir gucken erstmal, was hier los ist. Okay, alles klar, wissen wir schon mal direkt Bescheid. Wenn das passiert,
müssen wir auf jeden Fall einmal die Stromversorgung reparieren. Kann unser guter Kollege hier mal ganz fix machen. Der ist ja hier Profi drin. Guck mal, Leute, wie das rennt hier. Zacki, zacki. Wunderbar. Nehmen wir natürlich direkt und dann rein da. Und Attacke an das Ding. Piepsen. Piepsen hieß doch auch, dass die CPU hier einen Schaden hat, oder? Oder war es das Mainboard? Ne, dann war es das Mainboard. Sorry. Oder ich glaube, es war die Dings, oder? Moment, wir gucken erstmal, ob das das Mainboard ist. Ne. Dann war es doch tatsächlich, was der RAM, glaube ich, ne? So. Hier machen wir den RAM ganz hier, Kollege. Ist das er, der hier so rum? Oder ist das draußen unser Bodyguard hier? So, auf geht's. Wir müssen ein bisschen Geld verdienen hier. Ja, das klingt doch schon mal hervorragend. Ah, schön. Super. Ja, hat er uns natürlich nicht sein Passwort mitgeteilt, der Nasenbär. Also müssen wir hier einmal den Passcracker anmachen. Crack mal hier, mein Freund. Salt Bay 3. Wunderbar. Hallöchen. Sexy. Sexy, sexy. Okay, da müssen wir erstmal einmal... Wir brauchen das Betriebssystem. Das habe ich noch im Kopf. So, let's go. EGM4. Dann haben wir S7. Oh Gott, hier sind auch schon wieder Fehler, Leute. Ununterbrochen. S1, TC. Z8, FT. Unfassbar. Wie kann denn ein Mensch so viele Probleme mehr auf seinem Ding da haben? Das gibt's ja gar nicht, ey. Also, Virus. Wir wollen ja keinen Virus generieren. Ich will das hier weghaben. Ich will das nicht haben. App öffnen. Schnell das Ding hier installieren. Und hoffentlich geht dann dieser ganze Fehlerkram da weg. So. Ach du heiliger Leute. Hier ist ja... Ich weiß nicht, was das soll hier. So, einmal schnell hier. Komm, let's go. Oha, ach du lieber Gott. Ach du lieber Gott, Leute. Da ist ja so viel rot. Leute, das ist ja Katastrophe. Okay, jetzt haben wir... Ah, der hat jetzt 197 Virus auch gleichzeitig gecleant. Sehr gut. Das ist schon mal toppy. Da hat er auch alles... Und eigentlich war es das sogar schon tatsächlich. Prima. Haben wir dem quasi geholfen. Nehmen wir natürlich mal direkt hier den Flashlight wieder raus, bevor das hier nachher wieder Problemchen gibt. Ne? Und dann können wir das Ding hier direkt fertig machen. So, was gibt es dafür? 150 nur. Alter, das ist aber nicht so viel. Ne? Das ist nicht so viel. Ah ja, aber immer doch 600. So, dann haben wir hier kein PC mehr. Nehmen wir hier das gute Teil, Leute. Das sieht hier mal nach einem Gaming-Ding aus, nach meinem Geschmack hier. Also zumindest nach mal besserem. Also lässt sich nicht einschalten, er will einige Dinge. Er möchte die Antiviren-App haben, er möchte Fortfort spielen. Kannst du meinen Computer so einstellen, dass er dieses Spiel ausführt? Ich habe veraltete Treiber. Okay, Leute, das müssen wir jetzt noch hier fix machen. Aha, das blaue war... Oh, Leute, jetzt bin ich ganz kurz. Ich glaube, es war das Mainboard. Blau ist, glaube ich, Mainboard. Okay, ich lag falsch. Dann war es doch die ADD. So. Jawohl. Habe ich doch mal richtig gelegen. Prima, hast du gut gemacht, mein Lieber. Ab nein damit und ab rein da. Ab piepsen. Piepsen heißt RAM, Leute. Weiß ich noch. So, zack. RAM hier.
Wunderbar. Zacki. Hoppala. Hab ich nicht getroffen. So. So und so. Und dann jetzt aber Attacke. Es ist schon spät hier, Junge. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, gell? Wir müssen uns ein bisschen beeilen. So, dann machen wir gleich mal hier das Flash-Ding dran hier. Zack. Und da dran das Ding. Dann gehen wir rein hier. Ah, der Schlapp, der hat uns das nicht mitgeteilt, ne? Auf, schnell cracken. Hopp, zack, 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 zack. Wir haben keine Zeit, mein Junge. Was? Butterfly. Okay, ein Schmetterling. Alright. Okay. Dann würde ich sagen, erstmal schnell die Treiber. So, wunderbar. Dann machen wir dem direkt mal hier noch das Betriebssystem. Oh ja, wir brauchen, ich sehe schon. Main Error. Was hat der für ein Problem hier? Müssen wir hier was cracken oder was? Damit wir hier dem sein Betriebssystem erneuern können. Ne, der wollte. Ah, der will das gar nicht. Der will das gar nicht. Okay. Dann halt nicht, ne? Dann machen wir dem noch die. Was ist hier los? Main Error. Was ist los hier mit meiner Flashstick? Hat er mir da jetzt ein Virus drauf gemacht oder was? Das wäre aber nichts, Leute. Oder ist das Ding jetzt kaputt? Oh, oh, oh. Was ist jetzt hier das Problem, Leute? Nee, oder? Ist jetzt vielleicht der Flashdisk kaputt? Geht nicht, Leute. Geht nicht. Irgendwas blockiert das. Ich check das mal ab, wenn ich einen neuen, ganz kurz einen neuen Flashdisk hole, ob das dann vielleicht wieder geht. Mal ausprobieren. Man muss ja auch mal ein bisschen probieren, ne? Man muss ja mal ein bisschen probieren. Probieren geht ja über Studieren, bekanntlich. So. Mal gucken. Ne. Okay, da haben wir also irgendein Problem. Jetzt ist die Frage, was ist das für ein Problem, ne? Was ist das für ein Problem? Wie können wir das beheben? Okay. Das ist auch nicht wichtig. Okay. Also, der hat hier irgendwas Skype geschützt. Okay. Im Internet. Was? Fahrzeuge fliegen, Chancen fehlen. Okay, da können wir Geld einsetzen. Das machen wir nicht, Leute. Das machen wir jetzt nicht, ne? Webroulette, GameWiki, Deepcom. Was ist da Schönes drinne? Entsperrschlüssel kaufen. Dream-Taste, Virusmanager verwalten. Kauf mal den. Ein Sperrschlüssel. Okay. Können wir jetzt damit. Ne, können wir nicht. Und ich kann das auch nicht benutzen. Okay. Das ist ja natürlich wieder krass. Können wir mal vielleicht hier seine Bankkonten mehr? Komm, wir gucken mal auf die seine Bankkonten, ob wir da vielleicht drauf kommen. Ah, okay, kann ich nicht sehen. Meine Bank. Anmeldung. Schade. Wäre jetzt vielleicht ganz spannend gewesen. Hier gibt es Raubkopien. Aha. Okay, interessant. Da müsst ihr mir mal schreiben, Leute. Was wir dort machen können mit diesen Nummern, mit diesen IDs. Kann ich da quasi die Diskette hinmachen und dann das rüberspielen oder wie läuft das? Wäre mal ganz lustig zu wissen. Was haben wir hier? Keine Informationen von Backroom. Wie betritt man, was? Das Hinterzimmer? Was?
Was ist das hier? Teleporter? Ich muss mich finden, um ins Hinterzimmer zu gehen. Ich kann nicht im Hinterzimmer mit einer Maschine materialisieren, die ich selbst entwickelt habe. Okay. Meiler, bitte kaufen Sie diese Informationen. Lange. Bakteria. Okay. Keine Ahnung. Ich möchte das nicht. Wie kann ich Geld verdienen? Okay. Artikel. Pille, Energiegetränk. Okay, das kann man da anscheinend kaufen. What the hell, Leute? Das ist ja richtig abgespaced hier. Okay, was gibt's bei Zornab? Ich glaube, da gibt's nur ganz schlimme, verrückte Sachen, Leute. My processor got very hot. My RAM is burning. Can you overclock me? I want you to... Aber ich kann hier gar nichts, nirgendwo drauf drücken. Also ich kann hier nichts anwählen zumindest, leider. Was sehr schade ist. Okay. Aber ich kann jetzt ja nicht auf dem seinen PC, also auf die Sachen irgendwie zugreifen. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Die Frage ist, wie kriege ich das gelöst? Wie kriege ich das gelöst? Weil hier ist nichts zu holen, hier auch nichts. Und ich kann ja nur hier den Pass cracken. Das kann ich nicht nutzen. Overclocker auch nicht. Apps nicht. Benchmarker nicht. Unlocker nicht. Das nicht. Das nicht. Und das auch nicht. Ja, okay, Leute. Also, falls ihr es wisst, wie ich das jetzt hier gelöst bekomme, schreibt mir das auf jeden Fall mal sehr gerne in die Kommentare. Solange stelle ich das gute Teil hier nochmal an die Seite und nehme uns einfach mal den PC schon mal und stelle ihn schon mal zumindest hier ab. Guck mal, was wir hier machen müssen. Der braucht auf jeden Fall auch einige Updates etc. etc. Leute. Also, das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und natürlich, wenn ihr wisst, wie wir jetzt, was wir machen müssen, damit wir hier auf diesen PC zugreifen können. Denn da ist ja aktuell alles gesperrt und ich weiß nicht, wie ich das handhaben soll. Ansonsten, Leute, ja, würde ich sagen, das war es auf jeden Fall an dieser Stelle für diese Folge. Den Laden machen wir zu. Ich hoffe dennoch, euch hat es gefallen und ihr könnt mir definitiv helfen. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, Leute, lasst mir auf jeden Fall sehr gerne ein Däumchen da. Vergesst nicht das kostenlose Abo und aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mit vielleicht, würde ich sagen, kaufen wir mal einen Roboter und gucken, was wir damit anstellen können. Und ansonsten, ja, hoffe ich auf jeden Fall auf eure Hilfe, was den PC angeht. Und dann sehen wir uns definitiv in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.